So, da geht's lang, Beenado. Hier nochmal herzlich willkommen. Ja, den Attacke, ne? Ja, liebe Wanderfreunde, also zum Pico Beenado oder Bejenado sind es dann gut 800 Höhenmeter, ne, die ihr machen müsst. Am Anfang geht das Ganze hier sehr nett, moderat los, breite Pisten und ja, schöne Kieferwälder, schöne Ausblicke schon direkt am Anfang. Also es geht schon immer Stückchen für Stückchen ganz gut hoch, aber man fängt ja auch schon auf einer gewissen Höhe an. Ja, alles in allem im Sommer muss man sich wirklich überlegen, diese Tour zu machen, wenn es also doch schon ziemlich heiß ist. Da kann man nur die Empfehlung aussprechen, früh losziehen entsprechend. Wir haben uns so ein bisschen verfranst mit der Fahrerei, waren so ein bisschen später unterwegs, ja, und war ein bisschen heiß, seht mal selbst. So, es gibt hier größere oder kleinere Petroglyphen. Einmal kann man den Weg gehen, 700 Meter zu den Petroglyphen und Beenado 3500. Oder man geht dann halt hier da lang, aber das ist dann was länger. Wir nehmen heute mal in Anbetracht der Hitze den kürzeren Weg. Ja, liebe Leute, hier geht es dann immer schön rauf. Ne? Also hier werden die Höhenmeter gemacht. Immer so ein bisschen serpentinenartig. Immer schön rauf. Ne? Hasta luego. Ja, Leute, ihr merkt, ich bin schon ziemlich aus der Puste. Gerade hier oben angekommen und die Petroglyphen sind 150 Meter nach rechts. Und trotz der Hitze, euch zuliebe, gehe ich jetzt mal dahin. Okay, bis später. Ja, Leute, ihr seht, es ist alles eingezäunt hier. Ein Steinchen, also wenn ihr nicht hierher wollt, war aber nur 3 Minuten. Dann schauen wir mal, was der Künstler uns sagen wollte. Sieht immer alles aus so wie Blätter. Ja, keine Ahnung. Ja, die Spuren des Waldbrands, ne, sind überall noch sichtbar. Insbesondere hier bei dieser Kiefer. Alle anderen, ja, sind wohl rechtzeitig gelöscht worden. Ja, schauen wir mal. So, 1 Stunde. Die Kammhöhe ist noch nicht ganz erreicht. Circa noch 20 Minuten. Da hinten ist das Meer. So, da es ja jetzt nur noch Kiefer gibt, melde ich mich dann wieder, wenn ich oben bin. Ne? Bis später mal. Ja, Leute, die Kammhöhe scheint erreicht. So, jetzt geht es gleich noch auf die Spitze. Und wir schauen noch mal ganz kurz, einmal ganz schnell den Ausblick. Wunderbar. Da hinten ruht sich auch jemand aus. Okay, dann geht's weiter. Ja, Leute. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis meine Mitwanderin eintrifft. So, deswegen mache ich noch mal eine kleine Aufnahme hier. Schönes, schattiges Plätzchen. Ah, da kommt sie schon um die Ecke. Hola, Gabi. Hola. So, atemberaubend, ne? Ja. Das ist doch schon mal geil, ne? Ja, ich hoffe jetzt mal, da oben ist es. Denn jetzt bin ich auch so langsam platt. Aber ich denke, ich wollte euch auch noch so ein bisschen den Ausblick zeigen. Der soll super sein, habe ich gerade von Leuten gehört, die uns entgegengekommen sind. Ja, meine Mitwanderin ist vor 20 Minuten ausgestiegen. Und das erlaubt mir jetzt ohne Rucksack weiterzugehen, denn die wartet dort unten. Aber nochmal im Hochsommer, jetzt ist so irgendwo, ja, gleich 1 Uhr. Nicht zu empfehlen eigentlich, diese Tour hier. Dann ist schon ziemlich viel Höhenmeter zu machen. Und gerade ab der Kammhöhe hier sind es nochmal 300 Höhenmeter. Ja, also das ist schon ziemlich anstrengend. Aber jetzt, Leute, auf zum Ausblick. Ne? Ja, der Gipfel ist hier fast erreicht. Ihr seht es, wunderschöne Ausblicke. Gleich die Herren, die ihr seht, die so Stöcke auf der Schulter tragen, sind keine Vermessungsingenieure. Das ist eine kanarische Tradition, wo man entsprechend hier mit den Stöcken von den Terrassenplantagen, ja, immer so eine Plantage runterglitt am Stock. Ja, mein Hinweis an der Stelle, nach jeder Wanderung zeige ich euch noch die Fotos für die Fotofreunde. Das sind auch wunderschöne Fotos. Okay. Ja, Leute, geschafft. Ich filme jetzt gleich nochmal den Ausblick. Eben ja mit der nötigen Stille und dem Genuss.
So, ergänzen wir noch ein bisschen das Steinmännchen und dann genießen wir noch mal den richtigen Ausblick. Ja. Und dann geht's wieder runter, ne? Und hört ihr was? Genau, man hört nichts. Hat sich's gelohnt? Ja, wie immer hat sich's gelohnt. Ne? Klasse Ausblick hier in die Caldera. Auf der anderen Seite den Ausblick kennt ihr schon. Und jetzt Attacke. Runter ist ja immer noch ein bisschen schwieriger wie rauf. Liebe Leute, hier, ne? Meine Begleitung ist wieder dabei. Sie hat sich wiedergefunden. Und jetzt geht es hier so bei gefühlten 50 Grad immer schön runter. Und aufpassen, nicht stolpern. Das Ganze ist ja sehr beobachtungsbedürftig. Man muss also schon gucken, wo man hintritt. Also Attacke, auf geht's. My dear, I'll give you 60 seconds to disappear. And if you don't get out of here, who knows? Cause I've been trying to find out if angel bends or breaks. All shatters like a stone. I wanna destroy something beautiful for you. I Ja, liebe Wanderfreunde, hier habe ich es mir mal ein bisschen einfach gemacht, einfach mal die Wandertafel ein bisschen abgefilmt. Also Los Tilos, sehr schöne Wanderung, vor allen Dingen nachher, ihr werdet es also zum Schluss sehen, der wunderschöne Ausblick, ihr lest es gerade auf dem Schild, Biosphärenreservat. Okay, los geht's. Ja Leute, geht's wieder los, ne? Ach, danke Dirki, heute wieder meine hübsche Begleiterin dabei, aber bei der kurzen Wanderung wird wohl nichts passieren und los geht's. So, ja, hier geht es erstmal schön durch den Tunnel. Ne? Man sieht nichts, aber die Gabi holt jetzt hinten meine Stirnlampe raus. So, um irgendwelche Stolperfallen zu vermeiden, hat der Dirk hier mal seine Stirnlampe rausgeholt. Ne? Und dann geht es mal weiter. Ne? Attacke. Ja, hier im unteren Stück ein sehr gemütlicher, breiter Wanderweg. Und alles schön beschattet. Heute sowieso, weil ein bisschen Wolken da sind. Herrlich. Ja, es geht immer sehr moderat hoch, ne? Also immer stetig, aber moderat. Und es ist schön frisch. Eine willkommene Abwechslung im Sommer. Man geht trotzdem noch mit T-Shirt. Ja, bis später mal. Gleich mehr dazu. Thank you.
So Leute, oben angekommen könnt ihr jetzt noch hier 5 Minuten ein bisschen Treppen steigen und dann einen wunderschönen Aussichtspunkt, so wie es heißt, genießen. Und dann schauen wir mal, ob das auch so schön ist. Da gehen wir jetzt hoch. Ja, ich denke, der Ausblick hier, also der Weg hat sich gelohnt. Leave the fallen and fend for yourself. Ja, so. 10.43 Uhr, also 50 Minuten unterwegs, also wenn man nur diese Tour hier hoch macht, plus eben halt Aussichtsplattform hier und jetzt noch runter, dann ist man mit 1,5 Stunden bei dieser Tour dabei. Nichts Weltbewegendes, aber wir sehen doch, gerade wenn man auf so eine Insel fährt hier und man hat dann noch so viel Grün, das ist schon toll. Ja, das war dann Wanderung Nummer 2. Dann schauen wir mal und machen mal direkt im Anschluss Wanderung Nummer 3. Ja, wie immer zum Schluss nach der Wanderung hier noch die Fotos. Und ich erlaube mir nochmal einen Hinweis zu den Fotos. Ich habe die Fotos alle getaggt und auf Panoramio eingestellt. Und dadurch werden die auch in Google Earth entsprechend implementiert. Ihr könnt also auf meinem Kanal schauen. Dort habe ich einen Link eingestellt. Auf dem Kanalbild selber steht also meine Fotos in Panoramio. Wenn ihr dort draufklickt und dann in Panoramio landet, könnt ihr darüber dann in Google Earth verzweigen und euch so ein bisschen auch den Streckenverlauf ansehen und wo die Fotos gemacht worden sind. Okay. So, ja, endlich sind wir auf der zweiten Wanderung heute. Cubo della Galga. Nachdem der Router uns mal wieder zu einem, ja, nicht vorhandenen Ausgangspunkt führte, Richtung Barlovento, totaler Quatsch. So, aber hier sind wir schon mal richtig. Dann geht's mal los. Ja, liebe Freunde, eine wunderschöne Wanderung erwartet uns hier. Wir wandern durch einen Urwaldbarranco, also eine Urwaldschlucht. Ja, es ist alles sehr naturbelassen geblieben. Man hat also dort so wenig wie möglich renaturiert. Liegen ein paar Baumstümpfe im Weg. Alles wunderschön. Und ihr könnt diese Wanderung hervorragend kombinieren mit der Wanderung Los Tilos, die wir gerade eben gesehen haben, weil das Ganze liegt nur wenige Autominuten voneinander entfernt. Also einmal von Los Tilos zurück hier in, nach Richtung Santa Cruz oder umgekehrt, wie auch immer das möchtet. Wunderschöne Wanderung, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Neben der Wanderung Nummer 4, die wir später noch sehen, also war das die Wanderung, die mich am meisten überzeugt hat. Aber Nummer 4, der Highlight, das Highlight, ja, das gucken wir uns dann ganz zum Schluss an. Das ging dann durch ein Flussbett. Also auch wunderschön, ihr seht das hier, herrliche Ausblicke und sehr schön beschattet, gerade im Sommer eine Tour, die man wirklich mit gutem Gewissen empfehlen kann. Okay, bis später mal und viel Spaß bei den Bildern. Ja, über die schöne Insel La Palma habe ich auch ein kleines Video gemacht. Ich war jetzt das erste Mal da, bin da ziemlich begeistert und werde da mit Sicherheit nochmal hin. Das Video findet ihr auch auf meinem Kanal. Ja, und ich stelle euch am Ende des Wanderfilms hier auch nochmal einen Link ein, wo ihr dann entsprechend direkt auf den Inselfilm kommt. Ja, wir sehen es. Also nochmal eine wunderschöne Geschichte. Unbedingt machen. Ja, Leute, ihr seht es, ne? So fast urwaldmäßig. Auch die Luftfeuchtigkeit ist entsprechend hoch. Also wirklich wunderschön. Man renaturiert hier so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Also sehr viel Baumstümpfe auch, die umgefallen sind.
Ich finde es super. Und jetzt schauen wir mal, was noch so kommt. Ne? Dann geht's mal weiter. So Leute, ja, und jetzt ist hier noch ein bisschen Klettern angesagt, ne, weil hier geht es dann gleich weiter. Also ab über die Steine. Ja Leute, wir sind oben. Bin jetzt mal so die letzten Kilometer bei 6 km/h gegangen. Breite Straße, also Forststraße. Kein Problem. So, und jetzt holen wir uns mal die Belohnung ab. Unseren schönen Ausblick. History repeats itself in the patterns in the stone. We close our eyes and fumbling, we listen or we don't. The anchor man is babbling. Weatherman's a liar. The sports report's a waste of time for the bored and the tired. And the past is all we talk about, 'cause it's all we've ever known. Ja, wie immer gilt, noch ein wenig Energiereserven bitte für den Rückweg, denn der ist sehr schlüpfrig. Im Zweifelsfall, wenn es geregnet hat, absolut nicht gehen bitte. Ja, an dieser Stelle mal mein Hinweis, wie auf ganz La Palma eigentlich, Stöcke könnten nicht schaden. Aber der Dirki schafft das auch ohne, also Attacke. Ja, so sieht der Rückweg aus. Ne? Alles ziemlich schmal. Stock, wie gesagt, wäre sehr gut an der Stelle. Und jetzt haben wir es aber bald geschafft. Ja, Leute, so sieht der Startpunkt aus. Ne? Wenn ihr runterlauft und dann immer Richtung Punto de Información, dann gibt es einen Weg, wo ihr nicht mehr meint, ihr wärt auf dem Weg. Dann kommt so ein Wasserrohr und müsst ihr einmal gerade drüber laufen, weil keine Beschilderung mehr. Also nicht verzagen. Der Weg ist richtig, auch wenn er ja nicht beschnitten wurde etc. pp. So, da ist der kleine Renoclio und jetzt geht es mal wieder a casa. So, dann bis zur Wanderung 4. History repeats itself in the patterns in the stone. We close our eyes and fumbling, we listen or we don't. The anchor man is babbling.
Satan's a liar. The sports report's a waste of time for the bored and the tired. And the past is all we talk about, 'cause it's all we've ever known. Ja, liebe Leute, da hinten ist der Parkplatz und hier geht es dann ein Stück hinter dem Parkplatz rechts rauf, LP13, und das Ganze heute, die heutige Wanderung, dauert 7 Stunden. Ansonsten habt ihr nur die Möglichkeit, mit Taxitransfer das Ganze zu machen. Müsst immer warten, bis ein Taxi voll ist, kostet 51 Euro, wird dann durch die Personen geteilt, aber durch 7 Stunden Wanderung kann man das Ganze auch umgehen. Also, los geht's. Ja, es geht jetzt immer hier an dem Flussbett lang. Schauen wir mal, wie weit. Ich halte euch da so ein bisschen auf dem Laufenden. Ne? Heute schön bewölkt. Ja, ist so ein bisschen wie Sandlaufen hier im Bachbett, ne? Alles Kies, gibt auch ziemlich nach. Also schon ein bisschen anstrengend dann auch für die Füße und die Beine. Aber imposante Landschaft, macht einen riesen Spaß. Ja, wirklich imposant die Strecke und es ist sogar ein wenig Wasser im Bach. Es hat ja hier seit Wochen nicht geregnet. Okay, also müsst ihr dann denken, im Winter vielleicht. Bei Regenfällen wird das Ganze ein bisschen schwieriger, aber im Sommer super zu machen. Ja, an dieser Stelle mal mein Hinweis, wenn ihr euch also für die Variante durch das Flussbett entscheidet, dann gibt es die ein oder andere Stelle, wo ihr so ein bisschen kraxeln müsst. Ja, das geht natürlich dann halt auch zu Lasten der Gehzeit, heißt also 7 Stunden 30 würde ich dann eher einplanen. Ihr könnt auch oben lang gehen, aber hier unten die ganze Geschichte macht also doch wesentlich mehr Spaß als oben lang. Ja, hierüber ist jetzt ein bisschen schwierig, deswegen mein Tipp hier an dieser Stelle, ne? So wie ich bin alle Wege hier mit Trekkingsandale gelaufen und da kann man auch mal schön durchs Wasser warten, wieder vorne. Ja, los geht's. Ja, da zieht sich jemand die Schuhe wieder an und dann gehen wir weiter. Ist schon ein bisschen Kletterei, es gibt auch einen Weg oben lang, aber ich denke mal, jedem halbwegs ambitionierten Wanderer, ja, macht das hier unten richtig viel Spaß. Ja, also nochmal, eine ziemliche Kletterei, aber macht riesen Spaß. Ja, so, nach der fliegenden Kletterei, da freut man sich dann auch mal wieder, wenn man mal wieder einen Wanderweg nehmen kann rauf. Ja, wie schon erwähnt, ne, nach der Flussbettkraxelei gibt es dann hier einen Wanderweg, relativ gemütlich und gut ausgebaut. Und das ist dann auch mal wieder entspannt. Los geht's. Toll, Natur liefert hier die schönsten Eindrücke. Ja, und das Ganze ist sogar kostenlos, ne? Ja, gucken wir mal, ob Wasser drin ist im Wasserkanal, ne? Und ist Wasser drin?
Ah ja. So geht das hier. Über die Berge. Und dann hinten hat man immer Tunnel gegraben. Und da laufen dann die Wasserkanäle weiter. Ja, apropos Wasserkanäle. Ihr könnt ja auch auf La Palma Wanderungen machen, wo ihr dann durch diese Tunnel mit den Wasserkanälen lauft. Mit Taschenlampe und Regenjacke am besten. Aber das hier ist hier viel, viel schöner. Ja, wie wir unten an dem ausgetrockneten Kanal sehen können, was natürlich sehr schade ist, hätte man gerne gesehen, aber der Wasserfall auch hier. Kein bisschen Wasser, aber es hat Wochen, Monate lang nicht geregnet. Ja, auch auf diesem Weg gibt es immer mal wieder ein bisschen Kletterei, teilweise schwierig, bringt mich wieder zu der Idee Stock oder Stöcke. Aber wunderschön, aber wie gesagt, müsst ihr daran denken, ein bisschen Kraxelei. So, nun schauen wir mal, wie die Gabi das macht hier, ne? Interessant, ah, 1, 2, ja, der nächste ist schwierig, fast schon ein Wasserlauf, oh, 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 habe ich wieder an der richtigen Stelle die Kamera rausgeholt. Ja, schön zu sehen, wie sich das Wasser hier seinen Weg bahnt. Ja, und das bringt mich so ein bisschen auch auf die Geschichte anstrengend, diese Tour, ja. Und die Höhenmeter, die sind hier, kommen alle jetzt, also nach der Kraxelei durchs Flussbett, die 300 Höhenmeter, die da ungefähr noch zu machen sind, sehr intensiv hier auf dem letzten kurzen Stück. Ja, der Weg rauf, um hier auch nochmal den Finger zu sehen, lustiges Gebilde, was die Natur da geschafft hat, ist wie gesagt anstrengend, aber von der Wegbeschaffenheit her ist das absolut in Ordnung, also teilweise gepflastert und gut zu machen. Ist ein bisschen anstrengend, aber es macht ja auch einen Riesenspaß, wenn man dann oben angekommen ist. So Leute. Der Aufstieg ist geschafft. Ziemlich anstrengend, weil die ganzen Höhenmeter hier so auf einer Stunde sich abspielen. Und dann hier so Mada de Palo, da seid ihr dann schon am höchsten Punkt. Und dann geht es da schön den Weg noch eine Viertelstunde. Und dann sind wir an der Playa de Taburiente und schauen mal, wo wir unser Bad nehmen können und ob das Wasser nicht zu kühl ist. Okay, bis gleich mal. So, ja Leute, hier am Zeltplatz habt ihr dann das Ziel so gesehen erreicht. Wer noch möchte, kann bei ein bisschen mehr Wasser, jetzt im Moment ist wenig, da seht ihr, wo es ja einige gibt, die hier so ein bisschen baden. Könnt ihr ein bisschen baden noch. Aber ich spare mir das, weil da gibt es bessere Gumpen, wenn man wieder den Barranco runtergeht, kann man auch sich schön reinsetzen. Oh, schön Füße lackiert. Hä? Was? Nicht hinfallen, ne? Oh. Willkommen in meiner Badewanne. Ja, liebe Leute, ne, wir schauen mal gerade auf die Uhr. Da steht 17.12 Uhr, also 9.15 Uhr los, 8 Stunden. Und der Dirki hat jetzt hier runter mal den Turbo eingeschaltet. Zweimal zwar die Füße abgekühlt, aber also wenn du durch das Flussbett geht und hinten noch zu der Staumauer, dann würde ich mal 8 Stunden einkalkulieren, weil allzu viel Pausen haben wir nicht gemacht. Also 7,5 Minimum Gehzeit. Wir gehen in der Regel sehr schnell, also ja, eher mal mit 8 Stunden. Okay,
Ja, liebe Wanderfreunde, ich habe euch eine ganze Menge Links in die Beschreibung eingestellt zu diesem Video hier. Da braucht ihr nicht lange suchen, entsprechend wo man ein bisschen Informationen über La Palma, über die Wanderungen, insbesondere natürlich die Wanderseiten findet. Ja, also eine anstrengende, schöne Wanderung, will ich mal sagen, diese Geschichte hier durch das Flussbett. Und jetzt gleich folgt noch eine kleine Wanderung, die ihr von Tazacorte aus machen könnt. Ein Ort, den ich euch auch unbedingt empfehlen würde. Ich habe auch noch ein kleines Video über La Palma gemacht, ist auch in meinem Kanal. Link stelle ich hier mit rein am Ende des Komplettvideos. Ja Leute, wenn ihr mal in Tazacorte seid und die Strandlangeweile euch greift, dann gibt es was sehr Schönes. Ihr könnt nämlich hier mal so 3 Kilometer, 500 Höhenmeter einfach mal hier so rauf bis zum Aufsichtspunkt. Ich sag 3,1 Kilometer. Ja, schauen wir mal, wie lange ich brauche, ne? Ja, es geht sehr steil eben halt rauf und ihr seht schon hier, nach wenigen Gehminuten hat man schon einen wunderschönen Ausblick hier über Tazacorte. Also ich kann diese Geschichte hier wirklich empfehlen. Vielleicht nicht so um die Mittagshitze, wie ich das gemacht habe. Also das ist mörderanstrengend, kann ich euch sagen. Aber alleine so, wer den Ort sich nochmal von oben anschauen will, also Puerto de Tazacorte natürlich. Ja, ihr seht die Wegbeschaffenheit, ne? So ein bisschen gepflastert, also nicht schwierig zu machen, aber eben halt sehr, sehr steil, ne? Ja, Leute, heiß, ne? Klar. Aber ihr seht, da hinten geht schon um den Berg rum. Hier rauf. 20 Minuten gerade unterwegs. Ich denke mal, eine halbe Stunde, das passt. Ja, schöne Aussichten noch und nöcher, habe ich ja gesagt. Wie gesagt, hier sind wir schon ziemlich weit oben, noch ein bisschen um den Berg rum. So, jetzt schaue ich mal, ob ich sehen kann, wo meine Familie liegt. Ohne Brille hier auf dem kleinen Display. Irgendwo da. Ah, okay. Da sind die beiden Grazien. Und machen sich einen gemütlichen Strandtag, ne? Okay. Ja, je nach Tageszeit solltet ihr für diese Wanderung also mindestens 2 Stunden, eher 2,5 Stunden einplanen für rauf und runter. Also wir sehen das immer, wunderschöne Ausblicke und ja, gleich sind wir dann auch bei dem ersten Aussichtspunkt. Da habt ihr so ungefähr 300 Höhenmeter geschafft und dann sind es nochmal bis zum Mirador El Time nochmal 200 Höhenmeter.
Ihr könnt diese Tour auch von Los Llanos aus machen, dann habt ihr ca. 4 Stunden 30 für die ganze Geschichte. Ja, das war's schon von meiner Seite aus. La Palma wandern, wer es also bis hierhin geschafft hat, Respekt, war ein langes Video. Aber ihr kennt meine Philosophie an der Stelle. Ich stelle da immer alles ein und jeder guckt das, was er möchte. Durch den Vorschau-Button unten bei YouTube, ja, sehr schön zu machen. Ja, okay. Dann danke ich, dass ihr mein Video angeschaut habt. Freue mich natürlich über ein Like, sprich Daumen hoch. Ja, und sage bis zum nächsten Wanderfilm. Alles Gute, euer Mr. Bullfish.